2013, Tenet, wie der Amerikaner sagt, aus dem Columbia Valley, benannt nach dem Columbia River. Es ist relativ einfach. 40% Grenache, 35% Syrah und 25% Mourvèdre. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Château Saint-Michel und dem französischen Önologen Michel Gauzier. Das ist so ein Kerl von der nördlichen Rhone. Das hier ist ein ziemlich fettes, fettes Teil. Das hat ganz entspannte 15,5% Alkohol. Also das, was wir so auf der Terrasse trinken, wenn es 40 Grad warm ist. Aber das Verrückte an der Sache ist, diesen Alkohol merkt kein Mensch. Das ist so unglaublich gepuffert. Ich weiß, es ist schwer vorstellbar, aber man spürt es nicht. Es sind 15,5% und es könnten auch 13 sein, vielleicht 12,5. Alkohol ist komplett weggepackt. Es ist spicy, es hat diese Röstaromen, es ist würzig, es hat eine ganz geile Säure, es ist ellenlang und es hat einen Trinkfluss, der ist so gigantisch wie dieser Columbia River.